Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und ich habe einen Bad Hair Day, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Außerdem ist es gewittert ein bisschen und ich habe Angst vor Gewitter. Sollte ich ein bisschen komisch sein, wird es wahrscheinlich daran liegen. Wir sind auf jeden Fall hier bei Familie Mondschein. Und unser süßer Legacy arbeitet schon in seinen Hausaufgaben. Das ist super cool. Moody platzt bald und ja, das ist aber auch alles Wichtige, was gerade so abgeht. Obwohl, ja, er arbeitet an einem Projekt. Das ist auch sehr, sehr cool. We love it. Oh, yes. Er ist ready zum Ausziehen. We love it. Der sieht immer noch so geil aus, der Kuchen, ne? Oh, ich lieb's. Alles Gute zum Geburtstag! Yay! Oh mein Gott, da kann ich mal Kerzen auspusten. Ich weiß nicht, ob wir ihn in die weite Welt entlassen sollten. Yay! Er ist nämlich noch faul. Kritische Kiste. Aber wir wünschen dir viel Spaß auf deinem weiteren Weg. Hallo, du sollst da Kerzen hinzufügen, du Arsch. Moody kann ja vielleicht hier oben mal ein bisschen helfen. Ja. Ist vielleicht sinnvoll, ne? Also kann man schon mal machen, wenn man als Moody eh nichts zu tun hat gerade. Außer darauf zu warten, dass man platzt. Wow, er hat geschafft. Cool. Ich glaube, er hat noch nicht Level 4 erreicht. Nee, aber fast. Ich glaube, wenn er seine Hausaufgaben macht, dann wird das schon passen. Ich meine, er bräuchte es ja theoretisch eh noch nicht, aber es ist ja schon mal besser, wenn man die Fähigkeit schon mal hochgelevelt hat. King einfach, King. Der Lion King. Weil er heißt Lion. Ah, ich bin so lustig. Man merkt halt schon irgendwie, welche Gerichte neu sind und welche nicht so. Weil klar, das ist jetzt immer noch nicht die beste Qualität, die man haben kann. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal viel, viel geiler aus, als das, was damals so im Base Game mitkam. Und ja, ne? Also sie haben sich auf jeden Fall mittlerweile schon viel, 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 viel mehr Mühe gegeben. Das finde ich cool. Oh. Ich habe schon wieder vergessen mit, Bust the Dust. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? So, Mama saugt jetzt auf jeden Fall erstmal. Das Kind hat schon die ganzen großen Staubhaufen zusammengesammelt. Ja. Mich nervt das halt auch teilweise ein bisschen. Ich habe ja sogar schon Mods installiert, dass das ein bisschen weniger ist. Und trotzdem ist es irgendwie doch schon relativ schnell, finde ich. I don't know. Die haben ja auch irgendwie gefixt, dass die jetzt nicht mehr so lange duschen und nicht mehr so lange essen. Das ist schon ein bisschen wild. Weil, also ich habe jetzt schon irgendwie gemerkt, dass das schon einen Unterschied gemacht hat. Bisher schon nett. So, die Jungs gehen zur Schule, die arbeiten gleich natürlich wieder schön fleißig. Werden die irgendwann mal nicht komplett mit den Geschenken übertreiben? Es bleibt spannend. Pff, ich meine, ich freue mich. So können wir uns wenigstens wirklich später ein großes Haus leisten. Ich meine, in Folge 100 möchten wir ja umziehen. Und bisher sieht es auch eigentlich danach aus, dass es was wird. Auf jeden Fall gelblich. Oh, Slice of Life sieht jetzt so aus. Ich habe mich voll erschrocken, warum das auf einmal rot ist. exotische Tänzer. Voll cool. Sieht auf jeden Fall fancy aus, das ganze Zeugs. Wow. Absolute Verehrung. Oh, ich liebe dieses Gefühle-Dingsies. Sie platzt. Cool. Dann, geh bitte ins Krankenhaus. Sie machen natürlich mit, aber wir gehen alleine. Wie immer. Li, hallo. Oh, da sitzt jemand anders. Cool. Dann kann ich mich vielleicht wenigstens endlich mal anmelden. Die erwerben Fähigkeiten, das ist auch gut. Wer ist das denn? Kennen wir den? Auf jeden Fall wird der hier so positiv angezeigt, aber... Oh. Der ist unser Arzt. Hm. Dinge passieren auf jeden Fall. Wir bekommen ein Kind, cool. Ey, Emilia, Level 3, wuhu! Ein Mädchen! Lauren! Ja. Und noch ein Mädchen. Scarlett! Oh, yes! Nehmen wir. Jetzt sind wir 7 im Haushalt. Klar, wir würden jetzt noch jemanden reinkriegen. Aber ich finde es immer unnötig, wegen einer Person schwanger zu werden. Deswegen würde ich jetzt erst warten, bis halt dann noch mehr Plätze frei sind. Dass dir jetzt kalt ist, kann ich nachvollziehen. Yeah, die beiden sind Zweierschüler. Ich setze mich auch immer dann einfach nach draußen, wenn hier so ein Wetter ist. Ganz normal. Emilia, du bist so eine Queen. Süß mit dem Strampler.
Oh, ist das ein Fischi? Ich glaube ja, oder? Oh, ein Fischi. Emilia. Du bist so eine Queen, ehrlich, ey. Fehlt dir nur noch Bewegung, aber sie hat sich ihren Schlaf auf jeden Fall erstmal verdient. So, die Kiddos gehen jetzt wieder zur Schule. Sehr schön. Mit ein bisschen Glück wären die ja vielleicht jetzt dann schon zu Einserschülern. Dann könnten wir die nächstes Mal nämlich schon zu Teenies machen. Well. Aha. Da sie jetzt ja wieder dauerschwanger war, dachte ich, ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn sie einfach mal wieder ein bisschen trainieren geht. Einfach, weil Sport machen ist ja generell auch einfach gesund so. Sie will es natürlich jetzt nicht so exzessiv machen, wie wir es jetzt dann zwischenzeitlich mal hatten. Aber jetzt mal ein bisschen Ausdauerlauf machen ist doch schon mal gar nicht so eine schlechte Idee. Außerdem sieht ihre Sportkleidung mega cool aus, okay? Ich würde aber an dieser Stelle dann auch den Part beenden. Und ja, ich wollte mich auch noch bedanken dafür, dass schon so viele teilgenommen haben an dieser Umfrage, die ich da gestartet hatte. Wenn ihr das noch nicht wisst, worum es geht und so, dann schaut mal hier, ich habe das hier irgendwo verlinkt. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!